Mission 14, der Bergpass. Das Schwein spricht zu den Menschen der Grafschaft, die er eben eroberte. Euer Reich ist jetzt das meine. Also tut, was ich sage. Ihr werdet alle hohe Steuern zahlen und ein qualvolles Leben führen. Ich reise mit dem König noch heute ab. Und wir werden bald an unserer Küste eintreffen. Eure ununterbrochenen Angriffe sind die ideale Ablenkung für uns. Wir kommen euch so schnell es geht mit Verstärkung zur Hilfe. Da der Wolf immer näher rückt, beschließt ihr, den Feind in zwei Teile zu spalten, indem ihr eine der Grafschaften des Schweins beansprucht. Das Schwein ist bekannt dafür, dass er riesige Mengen an Truppen in die Schlacht schickt. Er ist nicht an Niederlagen gewöhnt. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass ihr stark in der Unterzahl seid. Nutzt das Gelände zu eurem Vorteil. Die Kundschafter berichten von einer Festung auf dem vor uns liegenden Bergpass. Wenn sich die Garnison hier verschanzt, kommen die Männer des Schweins hoffentlich hierher. Unsere geheimnisvollen Freunde haben uns weitere Baupläne zukommen lassen. Dieses Mal für eine große, auf Türmen montierte Ballist. Sie sollte sich als unschätzbarer Vorteil gegen die Kriegsmaschinerie des Schweins erweisen. Ja, und damit herzlich willkommen beim Bergpass Mission 14. Ja, wir können jetzt Ballisten auf Türmen montieren und bauen. Hier die quadratischen Türme. Mörderlöcher kann man jetzt bauen. Und hier die Balliste, die die Schlange ja eingesetzt hat in der letzten Mission. Ich habe aus Versehen in der letzten Mission vergessen, hier das Hilfefenster anzuzeigen. Hinweise: Verstärkt eure Befestigung mit Ballisten. Bildet mehr Truppen aus, um eure Abwehr zu verstärken. Wenn ihr Gefahr lauft, einen Teil der Befestigung zu verlieren, zieht euch zurück und verstärkt die nächste Verteidigungsposition. Also haben wir mehrere Verteidigungsstellungen, wo wir uns jeweils zurückziehen können. Setzt Ballisten ein, um gegnerische Sturmböcke außer Gefecht zu setzen. Errichtet Mörderlöcher an strategisch günstigen Stellen. Ihr solltet darauf achten, alle gefallenen Truppen zu ersetzen. Schäden an eurer Burg solltet ihr so schnell wie möglich beheben. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich arbeite gerade an einem kleinen Intro für das Spiel. Es kann sogar schon so sein, dass wenn diese Folge rauskommt, ihr das Intro schon habt und seht. Aber nun gut, schauen wir mal in die Mission und wir pausieren gleich mal. Okay, hier unten ist unser Kornspeicher. Wir haben hier sehr viel Holz. Wir haben Eisen in Überfluss. Reh, so heißt, wir können auch gut jagen. Hier kann man eine Balliste aufstellen. Hier und hier unten kommen die Truppen des Schweins. Hier könnte man auch noch gut Holz fällen. Wir sind hier oben, glaube ich, eben ein bisschen zu viele Holzfäller. Aber ich würde jetzt halt mal sagen, wir bauen hier drei Getreidefarmen noch hin. Und der Rest wird alles mit Käsefarmen belegt. Und hier unten natürlich auch Jägerstände. Lanzenträger können wir eigentlich verkaufen, weil wir brauchen hier eigentlich keine Lanzenproduktion. So heißen, die sind eh eigentlich nur Trash. Ja, ansonsten. Nee, ansonsten kann man hier nichts machen. Diese vordere Stellung hier würde ich jetzt von vornherein schon aufgeben. Bei dir habe ich nie wirklich verteidigt. Ich bin immer
hier oben gewesen und habe hier oben meine Türme, einen weiteren Turm aufgestellt, hier oben eine Balliste, eine zweite Balliste auch dort. Habe hier eigentlich immer gut verteidigen können. Sollte das hier auch fallen, können wir uns hier zurückziehen. Und hier haben wir halt diese kleine Engstelle und da müssen wir nochmal durch dieses Tor hier durch. So heißen, hier werden wir mehr als nur gut verteidigt. Aber wir verlieren hier die Flächen. Wir könnten hier Getreidefarm anbauen. Das, aber der Bereich bis hier vorne ist dann sehr, sehr weit. Aber okay, wir ziehen jetzt halt erst einmal hier diese ganze Ihr Gruppe könnt zurück. Auf uns zählen. Ein weiter Weg. Verlassen Belagerungsgeräte. Ein guter Marsch. Und ihr beide. Euer Gnaden. Eure Befehle? Wie setzt ihr diese Balliste? Belagerungsgeräte bemannt. Wir haben gehört, das Schwein setzt sehr viele. Nein. Das werden wir hier dann noch gut sehen, was damit alles gemeint ist, wie viele Truppen sie tatsächlich einsetzt. Und das sind wirklich recht viele Truppen, die das Schwein einsetzt. Das sollte man hier nicht unbedingt unterschätzen. In den nächsten Missionen wird man da ein bisschen was davon sehen, was das Schwein alles einsetzt. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Nicht die feine englische Art. Schwein. Bin zur Stelle. Können wir nicht da nochmal drüber reden? Ein weiter Weg. Und ja, wir können hier keinen Stein abbauen. Wir müssen alles Stein, was wir brauchen, hier kaufen. Mal gleich mal zwei weitere Hütten. Wir sollten eigentlich auch Holz kaufen. Die Truppen des Schweins greifen an. Wir benötigen Holz. Hier irgendwo noch. Ah, das geht ganz knapp nicht aus. Okay, dann müssen wir mit einem Kornspeicher zurechtkommen. Ich will eigentlich immer 1-2 Kornspeicher meistens haben. Jetzt brauchen wir. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein weiter Weg. Übrigens. Wenn hier das Torhaus kaputt geht, kann ich bloß empfehlen, nicht nochmal ein Torhaus nachzubauen. Weil hier hatte ich schon oft einen Bug, dass die KI, wenn ich hier jetzt das Torhaus nochmal bauen würde, dass die KI nicht mehr angreift. Das habe ich jetzt doch oft das Problem. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Ballisten, mein Herr? Schießt mir bitte nicht auf die Streikkolbenkämpfer, sondern auf den Sturmbock hier. Sturmbock ist die größte Gefahr momentan. Und wir werden hier auch auf Armbrustschützen gehen. Stellen wir mal die beiden vom Bogen zur Armbrust um. Und wir werden hier auch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Eine weitere
Teil der Waffen kommen. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Ja, ja, keine Chance. Die sind so gut wie tot. Und Marsch! Bewegt euch, Hühnerfutter! Das ist auch sehr praktisch, man kann hier mit den Streichhäusern mal ausfallen und ihn die Rammböcke vernichten. Ja, endlich! Nicht genügend Güter. Ach, Tom! Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt. Eure Befehle? Ein weiter Weg! Was gibt's? Ja, Herr! Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Der muss hier weg. Schauen wir mal, ob wir die Armbrustschützen unten kriegen. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Manchmal ist das wieder rennen die Streikholdenkämpfer. Bewegt euch. Hunde sind so gut wie tot. Na endlich. Das ist wirklich sehr praktisch, dass die den ganzen Weg dann rennen. Nicht die ganze so langsam sind. Die stürmen ja nur an. Was gibt's? Hühnerfutter. So einen Bock können wir auch gleich mal kaputt machen. Es werden Tom. Waffen benötigt. Und los! Rücke aus! Ja, Herr. Bewegung, na los. Ja. Auf ins Getümmel. Manchmal was nur Muskelkraft. Erledigt. Na endlich. Wichtig ist immer die Sturmböcke zu zerstören. Weil dann hat man doch sehr viel Ruhe nach und nach. Das können wir eigentlich verkaufen, um ein bisschen Geld noch zu bekommen. Wohnhäuser. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Ein weiter Weg! Einmal hoch, weil wir haben hier zwei Treppen noch. Ist eigentlich auch sehr praktisch, an Torhäusern Treppen hinzubauen. Damit, selbst wenn das Tor zu ist, den feindlichen Angriff überlebt. Hochkommen. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Das hört sich nicht wirklich gut an. Brauch eigentlich gar nicht so viele Eisenminen. Hier noch eine hinbauen. Wir benötigen Holz. Aber um Geld zu bekommen, ist es eigentlich eine wirklich gute Investition. Die Truppen des Schweins greifen an. Wir benötigen mehr Holz. Kauf
kaufen wir uns noch ein bisschen Holz. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Weg da nur. Wir benötigen Holz. Achtdeckereien zu bauen. Ich gehe da sogar auf Einkommen mehr. Finde ich recht sinnvoll, weil wir haben hier das Mehl und die müssen bis hier unsere ganz runter. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ne, den wollte ich jetzt mal abreißen. Wir benötigen Holz. Damit wir hier einen weiteren Kornspeicher hinbekommen. Und hier sieht man auch, das Schwein setzt sehr stark noch auf Bogenschützen. Und das wird sich auch im Hauptspiel nicht ändern. Im Crusader sieht man beim Schwein keine Bogenschützen mehr. Weg. Dankeschön. Was gibt's? Bewegt euch! Die Sturmböcke müssen nicht weit aus dem Drei kommen. Eis auf ein Tor aus, das ist halt. Ja, und das wir gleichzeitig haben keine ein bisschen Chance. Ja, auf ins Getümmel. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Müssen dann auch noch Mörderlöcher hinstellen. Damit man noch. Bin zur Stelle. Es wird gesichert und benötigt sein. Ja. Ein weiter Weg. Können wir. Wie sieht's eigentlich mit. Das Volk huldigt euch. Unsere Schatzkammer leert sich. Machen wir mal ein paar Steuern. Vielleicht noch ein Haus haben. Bauen wir hier noch zwei Käsereien hin. Bin zur Stelle. Und es werden Rekruten benötigt. Bogenschützen bereit. Bei Stein, Eisen. Ein weiter Weg. Womit kann ich dienen, euren Wunsch? Ja, endlich. Die sind so gut wie tot. Ausruhen. Hühnerfutter. Blumenbock kaputt machen. Was gibt's? Ja, Herr. Ja. Ich habe mehr Angst, dass die Armbrustschützen nicht wirklich weiter vorgehen nach und nach. Weil ich hatte hier oft das Problem wie hier unten, dass die hier unten patrouillieren, die Armbrustschützen. Es gibt noch was, wie man die Armbrustschützen und Bogenschützen hier unten wegbekommt. Ihr habt nicht genügend Güter. Ein bisschen Eisen. Ihr habt nicht genügend Gold. Stein nachkaufen. Jetzt bauen wir unseren nächsten Turm. Ich bin vor Haus. Es war teuer. Dann können wir hier eine weitere Liste aufstellen. Können wir uns die ganzen Armbrustschützen mal
rekrutieren. Verkaufen noch ein bisschen Eisen. Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert! Unerreichbar, Sire! Unerreichbar. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Vorwärts! Wir müssen wirklich nur diese Angriffswellen abwehren. Was soll konstruiert werden? Lagerungsgeräte bemannt. Ja, bitte. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Wir werden jetzt nicht mehr so schlimm mit irgendwie Einheiten technisch. Das Schwein kommt in der Mission hauptsächlich an. Mit Reitkolbenkämpfer. Eure Beliebtheit sinkt. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk liebt euch, my Lord. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ihr seht, wie weit diese Ballisten schon schießen können. Das ist wirklich genial. Achtung! Zur Stelle! Rücke aus! Und mehr Waffenproduktion würde ich eigentlich gar nicht machen. Bin zur Stelle! Mein Herr! Ankurbeln. Damit man nicht ein weiter Weg! Die ganze Zeit Harnische nachkaufen und jetzt dann bauen müssen. Bauen müssen wir sie, aber ich meine, kaufen. Holla kommt da jetzt mit Rammelkräften wieder. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Das ist die nächste. Bewegt euch, Hunde! Das Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Wir haben keine Chance! Was wünscht ihr? Da hinten, die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Was gibt's? Ja, Herr? Rammböcke sind weg. Bewegt euch, Hunde! Ja? Was haben wir eigentlich an Holz? Genügend. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein paar Mörderlöcher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Mörderlöcher, wenn Belagerungsgeräte drüber fahren, nehmen die ultra viel Schaden durch Mörderlöcher. Es wird Waffen benötigt sein. Noch ein paar Harnische, bitte. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt sein. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Rücke aus! Aber jetzt haben wir doch recht viele Bogenschützen und Armbrustschützen hier oben, dass die Sturmböcke nicht wirklich weit kommen. Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle? Hier. Ein weiter Weg! Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Fehlt es uns in keinster Weise. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk liebt euch, mein Lord. Noch auf 3, wegen verschiedenen Nahrungsarten, als auch hier ausschauen. Wir benötigen Holz.
Und ja, ich hätte die Lanzen am Anfang nicht abreißen müssen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Waffen benötigt sein. Durch Lanzen bekommt man doch recht gut Geld. Rücke aus! Aber ich mache es jetzt lieber über die Streitkolben, wenn ich es jetzt sagen, Morgensterne. Wir benötigen Holz. Hier noch ein bisschen was verkaufen. Kaufen wir uns noch ein bisschen Holz. Dann können wir... Gibt es? Nein. Bauen wir hier einfach Getreideformen. Weil die müssten so gesehen hier noch geschützt sein. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir benötigen Steine. Noch irgendwo einen Turm hinbekommen. Ich glaube, übertreiben müssen wir es auch nicht mit den ganzen Türmen. Ich denke das. Eine Botschaft des Schweins. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. Hier die letzte Anbisswelle naht vom Schwein. Rücke aus! Übrigens, wenn das geht übrigens, hier kann man Türme aufstellen. Mit einem Torhaus oder mit Treppen. Dann könnte man rein theoretisch diesen ganzen unteren Bereich komplett beschießen. Das funktioniert übrigens. Habe ich hier auch mal ausprobiert, aber Spawncampen, nö, ich möchte ja KI auch ein bisschen eine Chance lassen. Die Truppen des Schweins greifen an. Und es wird zu Recht gesagt, das Schwein setzt massiv große Truppenverbände ein. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und wir setzen einfach ein weiter Weg. Bogenschützen und Armbrustschützen ein. Übrigens, selbst wenn die KI, wie ihr hier seht, die Sturmböcke teilweise nicht ganz besetzt oder nicht oder gar nicht besetzt oder nur einer reingeht. Diese Ramböcke können teilweise dann trotzdem fahren. Es ist fragt mich nicht, wie das funktioniert, aber es ist für die KI bin zur Stelle. Dann bereit. Teilweise einfacher. Selbst wenn sie genügend hat, kann sie die ganzen Sturmböcke hier unten nutzen. Außerdem die Eisenproduktion zu erhöhen, ist sehr sinnvoll, weil dir das Eisen mit den Zweien, die wir haben, recht schnell ausgeht. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Ja, Nahrung wird es uns so schnell nicht mangeln. 5 Leute können wir generell rekrutieren, das reicht mir. Wir brauchen mehr Harnisch. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt. Was wünscht ihr? Den ganzen Weg? Wir gehen die Sturmböcke runter von Leib. Das tut eigentlich. Mein Herr? 70 Bogenschütz.
Schützen, 27 Armbrustschützen und 2 Ballisten. Ist eine schöne Abwehr, muss ich sagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Mit dem Holzproblem werde ich, glaube ich, jetzt gelöst. Wegen der nächsten Mission ihr spielt das generell auch sehr schwer. Jetzt kann ich schon mal so weit sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die nächste Mission auch sehr schwer spiele, als auch vielleicht nur auf schwer spiele. Ich werde es wahrscheinlich auf normal spielen, weil die nächste Mission müsste man jetzt rein theoretisch, wenn man es so wie ich es nämlich verstanden habe, in die so langsam spielen. Diesen Slow-Motion-Modus, damit man halbwegs eine Chance hat. Auch sehr schwer. Und auf wenn man es auf normal spielt, denke ich, kann man es mit einem 50er Spieltempo machen. Aber ich werde ein bisschen rumprobieren. Wenn ihr ein paar Tipps zur nächsten Mission habt, ich kann ja schon mal den Namen verraten, ein neuer Weg. Das ist gefühlt meine persönliche Nemesis in diesem ganzen Spiel. Und wie ich finde, einer der schwersten Missionen im ganzen Spiel. Es werden Waffen benötigt, Sire. Sire! Rücke aus! Wenn ihr da vielleicht Tipps habt, wie man da vorgeht, weil ich habe wirklich nicht Lust, wie Udwin 2-3 Stunden dran zu hängen. Es werden Rekruten benötigt sein. Diese eine Mission. Es werden Rekruten benötigt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Ich denke, eure Befehle? Ich werde es ausprobieren, natürlich. Aber wenn ich einfach merke, dass ein weiter Weg wird, dann werde ich wirklich auf normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Aber dafür das Ende des Schweins auch sehr schwer. Bei übertrieben schwer möchte ich es mir jetzt halt auch nicht machen. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt sein. Ja, endlich. Den ganzen Weg? Oh, hier hab ich. Was gibt's? Und Bogenschützen vergessen. Oh, okay. Ich denke, wir werden dann später vielleicht hier einen Turm hinstellen, damit wir die restliche Armee dann wegkriegen, weil wenn die Streitkolbenkämpfer nicht mehr da sind, weil die gehen nicht mehr weiter. Die patrouillieren hier nur noch rum. Dann dauert diese Mission noch länger. Bin zur Stelle! Und ich denke, das muss nicht sein. Bewegung! Außer mit den Streitkolbenkämpfern. Zwei Ballistenschüsse und ein Armbrustschütze ist fast down. Oder kommen die auch langsam die ganzen Armbrustschützen? Das wäre nämlich nice. Achtung! Bin zur Stelle! Wir hätten noch ein bisschen was am Holz. Mörderlöcher sind hier eigentlich auch ein recht ihr guter könnt das nicht dort platzieren, wenn man my sehr Lord. Viel Holz hat und abbaut. Kann man die wirklich strategisch, wenn man sie wirklich strategisch setzt, was ich bei meinen Mörderlöchern nicht ganz sagen kann, gebe ich ganz ehrlich zu, doch recht viele Einheiten erwischen. Zum Beispiel hier weiß ich, wenn hier gehen die Streitkolbenkämpfer immer hin.
Und wenn man zum Beispiel Storm Frost Aider spielt, ist das auch recht gut, teilweise an solchen Treppen, Aufgängen, teilweise ein paar Mörderlöcher hinzusetzen oder an Torhäusern wie hier oder sogar am Bergfried, teilweise außenrum. Ja. Damit man, wenn Gegner mal durchbrechen sollen. Ein weiter Weg! Wenn ein paar, weil man hat ja auch einige Truppen später auf dem Bergfried drauf. Das kann über Sieg und Niederlage Waffen entscheiden. Waffen geschultert! Rücke aus! Und hier braucht man wirklich nur die Wellen hier gut zu verteidigen in der Mission. Dann ist eigentlich alles im Lot. Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, Herr! Auf ins Getümmel! Ja, Herr! Es werden Rekruten benötigt sein. Wie sieht's da unten aus? Nee. Ja, Herr! Schauen wir mal, ob man es mit den Streitkolben kann. Es werden Rekruten benötigt sein. Mach ich auch was. Eine Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Weil ich bin den ganzen Weg? Wirklich am den Überlegen, das Weg? Immer auf normal die nächste Mission zu spielen. Ansonsten alles gerne auf sehr schwer. Aber ich werde es nicht mal hilft nur Muskelkraft. Den ganzen Weg? Okay, die letzte Streikkolben kommt. Bewegt euch, Hunde! Sollten kein Problem darstellen. Bitte wieder. Was wünscht ihr? Jetzt geht ihr mir mal einfach mal hier runter. Den ganzen Weg? Jep, den ganzen Weg hier. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie Trainerfutter. Wir werden jetzt noch viele Streitkolbenkämpfer verlieren. Aber dafür ist immer die ganze Armee des Schweins in Flucht schlagen. Der Feind ist bezwungen. Auf ins Getümmel. Den ganzen Weg? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir haben überlebt. Jetzt müssen wir nur noch auf die Endnachricht vom Schwein warten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnar. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Eine Botschaft des Schweins. Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen. Wir sind siegreich, Sire. 10% verloren. Ein Patt. Obwohl ihr das Schwein zurückdrängen und eine seiner Ländereien einnehmen konntet, ist euch der Wolf auf den Fersen und hat die alten Grafschaften der Schlange eingenommen. Ja, hier sehen wir, da, wo die Schlange wo wir gegen die Schlange gekämpft haben, das gehört jetzt dem Wolf. Und nun gut,
Mission 15. Wie gesagt, meine persönliche Nemesis. Wenn ihr da ein paar Kommentare dazu hättet, wie man es gut spielen kann, ich werde mir die Map auch im Voraus mal angucken und allem drum und dran. Mal gucken, wie ich sie löse. Also, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.